Das sind Versuche. Das, was jetzt hinter der Markise hängt, das gehen wir wieder auf dem Rückweg. Das ist dieser Flick, dieser französische Schuster. Ganz hinten hängt Polichinelle und hier hängt Colombine. Das ist ein kleiner Fußballer hier. Und diese Figuren, die gehörten oder gehören zu einem Pierrot-Programm, was ich aber jetzt nicht mehr arbeiten kann, weil der Bogen, der pantomimische Bogen auf der Bühne ist zu lang und das Publikum, was ihr heute viel schneller denkt, macht das nicht mehr mit. Ich kann es also jetzt nicht mehr verkaufen. Das sind noch alte Figuren, noch sehr alte. Ganz hinten hängt, das sehen Sie kaum, ganz oben on the wall, das ist meine erste Josephine Baker. Aber auch sie hat mir nicht genügt, beziehungsweise war technisch nicht so reif. Und deswegen habe ich diese Josephine Baker gebaut. Das ist natürlich eine Figur, die voll beweglich ist und eine ganz andere Puppe ist. Da hängt auch mehr Erfahrung drin. Wo geht es weiter? Hier haben wir die Spanierin, eine spanische Flamenco-Tänzerin, die auch eine sehr schöne Armbewegung hat. Jetzt hängt sie natürlich da an der... Das ist die Spanierin. Hier aus Paris das Huhn Elisabeth mit einer Tierdressur. Das ist die Elisabeth. Und die Elisabeth guckt jetzt zu diesem Violinvirtuosen. Dann haben wir hier eine Bill Haley Nummer. Das ist ein Kosakentanz. Der Kosake kann sich, während er auf der Bühne ist, erstmal kann er sich auseinanderbauen. Und er tanzt also quasi mit seinem Unterbau erst zusammen und dann baue ich ihn auf der Bühne wieder zusammen oder stecke ihn zusammen. Und das ist auch eine lustige Nummer. Der Ball der einsamen Herzen. Die beiden Figuren, sie kommen einzeln auf die Bühne. Wir haben eine Kaffeehaus-Situation. Ich bediene die Figuren als Kellner und dann fordert er die Dame zum Tanz auf. Technisch kann ich die Figuren oben koppeln und sie tanzen einen Tango. Und das Ende dieser Szene ist, dass die beiden dann im siebten Himmel entschweben. Links davon, Sie sehen, die Thematiken ändern sich laufend. Links davon haben wir hier eine Figur hängen, das ist Icarus-Thematik, der Traum vom Fliegen. Sie sehen es, der kann sich also zum Vogel umwandeln und ist auch in der Bewegung sehr gut. Dann ist hier der altbewährte Bodybuilder. Der Bodybuilder macht natürlich auch die Muskeln. Der Bodybuilder ist voll beweglich, auch die Rückenmuskulatur ist alles beweglich und es ist eine sehr plakative Figur, aber eine erfolgreiche Figur. Die beiden Figuren da hinten waren auch noch nicht auf der Bühne. Das ist eine Dame mit einem Hauch von nichts und einem sehr schönen Schuhwerk. Das ist auch eine sexy Dame. That's me, and it's well organized, and I made it a long time. And to work with other artists, surely, but not for a longer time. For a show, for a tour and so on, I made it, surely, but for a longer time or forever together. That's not my character. I'm a man who is working alone. Mm-hmm.
That's Susie, that's a Bavarian girl hanging behind me. And it's in the moment the last puppet I made. And what's the idea? The train will be, and I'm not so sure in the time, that it's a little girl who's coming from the country, and she's the first time in the great town with all the influences and all the hectic and the on she don't know. And this is momently the working title with this puppet. It's not exactly finished, the idea, the scene is not exactly finished, but I think I will do it next time. The hardest time in my time as an actor or puppeteer, I'm lucky that I hadn't a hard time. From the beginning I had a good success and it was positive to live about it. In this last time I played, I can say no, I hadn't any hard time. The pleasure of acting for me is to present with my puppets the different characters, the different situations, and to bring the fantasy in the heads of my public. And that's my idea, nothing more. The relationship between the puppetry and my private life, it's really because my private life is a puppetry too, and I can't live without the puppets, and I think the puppets can't live without me, and so we have to work together. That's a strong question for me, for answering. It's forever I'm in a dispute with myself to perfect the puppets, to perfect the performances, to be better and better and better. And that's not simple to do, but one day you have to be lucky, but it's forever with the slot my question. A good situation and the best situation to present my show is so I have a good, nice stage. Where the people can see the puppets. It's often we have the problem of the high of the stage, and because there's some puppets there, they're 8 centimeters in high, and people must look in the eyes of the puppets. That's the best way. Then I have to look for the illumination and to bring a good atmosphere on the stage. And then, okay, then let's go. The influence of the corona pandemic is very, very big for me, because in this year we haven't any work anymore. We are beginning in hopefully in December, but it's not clear, so we can't play this year anymore.
this year anymore. Surely I know some puppeteers too, good puppeteers too, but they had an influence, and I was beginning the first time to play alone without a company or so on, because I had finally the bad influences of the other puppeteers, and so I didn't make any contact in my life anymore. Surely I make settlements, but my private life, in the professional life, I don't do it. That's zack. Hm? 20. The future of the theater. Surely we have and will have a future for the theater forever. I see in the puppetry, especially in the puppetry, in the time, no future. We have another, the people are another one. They are electronic, they haven't any fantasy anymore. They are, they don't want to think with you. You're staying on the stage, so you are telling a history, and that's losing for every year. And for the puppetry, I don't think it's a very so we have it's a very hard future. Okay. That's right. Mm-hmm. A lot of puppeteers stopped. That's me, and it's well organized, and I made it a long time. And to work with other artists, surely, but not for a longer time. For a show, for a tour and so on, I made it, surely, but for a longer time or forever together, that's not my character. I'm a man who is working alone. Und war auch noch nicht auf der Bühne. Das ist eine Figur, sehr vertrauenswürdig. Und aber sie hat eine Nummer, die möchte ich Ihnen noch nicht verraten. Vergessen haben wir hier noch das Golden Gate Quartett. Bekanntes Golden Gate Quartett. Und ich kann mit dieser Mechanik hier oben die Figuren individuell, aber gleichzeitig bedienen. Nochmal bitte. Ah, der Er ist auch gut da hier. Das ist so also ein grober Querschnitt durch meine Figuren. Kann ich fragen, wie lange hast du benötigt? Es ist natürlich sehr viel Arbeit. Ich
brauche für diese Nummer, sie läuft etwa 2:30, 2:40, also 2:40 läuft sie am Abend, dafür 4 Figuren zu bauen mit 4 Anzügen und diese riesen Mimik hier. Und hier oben liegt, wie bei den meisten Figuren, die Hauptarbeit. Die Figur, das ist klar, die hat man vor sich, aber wie kriegt man die sich vorgestellte Bewegung realisiert? Und das ist oft ein sehr, sehr weiter Weg. Natürlich arbeite ich auch mit bekannten Systemen, aber das geht bei der sogenannten Trickfigur, geht das nicht. Hier sind also die Hebel von der Rückseite und sie hängen jetzt, ich fasse also von hinten mit der anderen Hand fasse ich hier in diese Klaviatur. Ich baue meine Figuren alle aus Holz, auch diese Mechaniken sind aus Holz. Ich zeige Ihnen noch gleich eine andere, weil ich eben in der Holzwerkstatt sehr gut ausgerüstet bin, mich da gut auskenne und somit das Holz auch ein wärmeres Material ist, gerade für die Griffe und so weiter. Hier auf der anderen Seite haben wir das möchte ich Ihnen noch zeigen. Das ist das Huhn Elisabeth, das haben wir ja schon gesehen, aber das ist die Mechanik hier oben. Und ich kann mit dem Huhn so laufen. Hier vorne habe ich den Kopf. Die Elisabeth, die kann dann auch. Dann kann ich hier die Flügel bewegen. Das kann ich alles mit einer Hand, beziehungsweise außer dem Kopf, alles mit einer Hand. Und in diesen Mechaniken, da steckt mehr Zeit drin, als die Figur zu bauen. So, ja. Gehen wir noch in die Werkstatt? Ja, bitte. So, jetzt fertig. Jetzt fertig.